Schön, dass ihr wieder dabei seid bei der neuen Folge von Kultur eingekocht, Vereinsmeierbühne, Stammtisch. Das ist unser wunderbarer Roli Roland Meier, seines Zeichens Gastgeber, Promi-Wirt, Hausbesitzer. Bühnenwirt. Nicht vergessen, genau. Bühnenwirt aus Niederösterreich. Und hier ist der Franz Alexander Langer. Was du bist, wissen wir eh. Der beste, einer meiner liebsten, ein sehr gut gewonnener Freund, einer meiner liebsten Gäste, seines Zeichen Pianist und. Sein Lebenslauf da unten irgendwo. Genau. Und wir laden uns ja immer wieder interessante Leute ein, die mit uns ein bisschen über Kulinarik und Kunst und Kultur oder auch anderes plaudern. Und wir sind ganz besonders froh, heute... Wie heißt du nochmal? Nein. Heute den wunderbaren, hochgeschätzten Florian Klenk bei uns, Dr. Florian Klenk bei uns begrüßen zu dürfen. Das Doktor ist besonders wichtig, ja. Ganz wichtig. Ist das echt? Was? Aktuelle Frage, der Doktor. Der ist echt. Hast der. Hast er ist überprüft. Echt, ja. Ich habe ihn überprüft. Ich habe ihn sogar Plagiat checken lassen. Wirklich? Wenn man nicht mehr ganz sicher war. Von wem? Vom selben? Vom Weber, ja. Vom Weber. Weber. Richtig, von ja, richtigen Check. Ja. Wow. Du, was weiß ich, was ich vor 20 Jahren gemacht habe. Also. Wir werden angefüttert heute. Lieber Florian, wir fangen einmal an mit ein bisschen was Persönlichem. Und zwar, du hast jetzt einen Uhudler von mir. Ja. Und du kriegst aber von mir jetzt ein Cola, der neben hin steht. Und jetzt wirst du fragen, warum? Warum kriegst du von mir ein Cola? Und ich werde sagen, warum? Ich werde dir die Antwort geben, und zwar, der Florian Klenk, das ist eine uralte Geschichte von meiner Großmutter erzählt. Der Florian Klenk kennt dieses Haus schon seit seiner Kindheit, quasi, ja, seit seinem ganz kleines Kind war er da. Und von meiner Familie wurde immer erzählt, die Großmutter hat das gesagt, ja, die Dr. Klenk, seine Mutter war meine Hausärztin, auch die Ärztin meiner Großmutter, die Ärztin meiner Eltern, da war es so klar. Und da ist eine Großtante von mir da oben in der Wohnung im Sterben gelegen, in der Privatwohnung meiner Großmutter. Und deine Mutter war da mit Hausbesuch. Und der kleine Florian Klenk, als kleiner Bub, ja, da ist er gesessen unten im Gastzimmer und hat eine Cola gekriegt und hat die Erdnusseln vom Automaten haben wir ihm gegeben. Nur haben wir schauen müssen, dass er das Cola schnell trinkt, weil wer weiß, hat das die Mama mein. Und seit meiner Kindheit kenne ich, das ist der Bub von der Hausärztin. Bei jedem Ball, immer wenn da was war, ist der Bub mit 16, 18 dahergekommen, ist da drinnen gesessen. Das war der Bub von der Ärztin. So kenne ich dich eigentlich schon mein ganzes Leben. Der Bub von der Ärztin. Und das ist jetzt das Cola. Erdnusseln habe ich nicht. Endlich wieder. Ein Cola. Seit 1976 wahrscheinlich. Ja. Sagst der Mama Cola. Nicht, weil dann schimpft's. Und das ist jetzt eine, und das ist eine kleine Geschichte und jetzt die persönliche Frage. Du kennst das Wirtshaus schon seit deiner Kindheit. Ich bin da aufgewachsen. Ich habe heute, wir haben schon Gäste da gehabt, die sind auch hier aufgewachsen, so quasi. Glaubst du, gibt es sowas wie ein Wirtshaus, wo man sein Leben verbringt, das was so wie ich 100 Jahre Geschichte erzählen kann, gibt es sowas in 50 Jahren auch wieder? Ja, ich glaube, das Wirtshaus ist ein bisschen wie die Zeitung. Viele sterben, einige werden überleben und die umso schöner. Wie ich in Eichkamm geboren wurde, hat es gegeben das Gasthaus Erber, das Gasthaus Schoberecker, das Gasthaus Hack, das Gasthaus Schon, das Gasthaus Knödler. Jetzt gibt es eins. Nein, es gibt keins mehr. Es gab noch was, vielleicht fällt mir noch eins ein. Gasthaus Rusitschka. Also sechs Gasthäuser fallen mir jetzt spontan ein, wahrscheinlich habe ich noch drei vergessen. Und das Gasthaus Meier. Da oben in Reckerwinkel. Das Gasthaus Meier, was war das? Da bist du hineingegangen, man hat noch rauchen dürfen. Du warst innerhalb von einer Minute geselcht und mit Schnitzelgeruch eingekehrt. Eine wunderbare Mischung. Und
seine Mutter ist gekommen mit einer weißen Kleiderschürze, immer eine weiße Schürze. Also meine Mutter und seine Mutter haben immer das gleiche Gewandl angehabt, nämlich weiße Mäntel. Ja. Ärztin und Wirt, das hat irgendwie sozusagen zusammenpasst. Und du bist hineingekommen und hast das Klopfen gehört. Das ist permanent, ist hier geklopft worden. Ja. Das hat nie aufgehört. Und dann hast du gekriegt Schnitzeln, die so groß waren wie der Tisch, fast doppelt so groß. Und dazu eine riesengroße Rolle Alufolie. Und weil die Schnitzel hast du natürlich nicht essen können, sondern die mussten, ich nehme an, das war noch irgendwie aus der Russenzeit, hast du einfach dort ein Schnitzel gekriegt und gleichzeitig für die Woche noch eine Mitversorgung. Also das Gasthaus war sozusagen auch eine sozialstaatliche Einrichtung, die dir nicht nur ein Essen am Sonntag serviert hat, sondern die ganze Woche dich durchgefüttert hat, ne? Sozusagen. Das Schnitzel hast du nur die ganze Woche gegessen. Und da sind die Reckerwinkler gesessen und auch die Eichgammler und haben ihre Schnitzel gegessen mit einem wunderbaren Erdäpfelsalat. Nachher hat es bald Schinken gegeben, kann ich mich erinnern. So richtig gute, in fettem Schmalz herausgebackene, knusprige Palatschinken mit so einer süßen Marillenmarmelade. Und dann nachher ein Kaffee. Der Kaffee war meistens, so wie immer in den österreichischen Wirtshäusern, so dünn, so ein Hefelkaffee, aber okay. In der braunen Tasse noch. Damals. Und wenn man besonders brav war, hat man noch ein Eis gekriegt. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob es ein Bananensplitter oder sowas gegeben hat. Das kann ich mich erinnern. So richtig ist das österreichische Eis. Oder es hat eine Truhe gegeben mit einem Twini und einem Jolly. Ein Trafik, glaube ich, war es ja auch, oder seid ihr? Ne? Sind wir also noch immer. Zigaretten so teilweise, ja. Und mein Vater hat hier herinnen, mein Vater war der Obmann der SPÖ Eichgaben, mit dem bin ich hier immer wieder in Eichgaben kassieren gegangen. Noch. Und da habe ich die erste Politisierung erfahren, weil er zu den verschiedenen Genossinnen und Genossen gegangen ist, die Mitgliedsbeiträge eintreiben. Das hat es damals noch gegeben, da war die SPÖ noch eine große Partei. Es hat sogar den Bürgermeister in Eichgaben gestellt, Bürgermeister Köppel hat er geheißen, der letzte Sozialdemokrat hier im Ort. Und beim Kassieren hat er mir immer erklärt, dass es drei verschiedene Arten von Sozialdemokraten gibt. Die aufrechten Sozialdemokraten, die Stalinisten und die Sumper. Und dann hat er gesagt, das ist jetzt ein Sumper. Das waren so, die haben Wirtshaus, was die. Dann hat es gegeben die Stalinisten, das waren die Radikalinskis, die eigentlich Kommunisten waren, aber irgendwie der Partei beitreten mussten. Und dann gab es die aufrechten Sozialdemokraten, mit denen hast du richtig politisieren können. So war das. Und dort drinnen, in diesem Saal, hat er am Ende, glaube ich, als es das Gasthaus Erber nicht mehr gab, also in den 90er Jahren, muss es gewesen sein, Gschnass gemacht. Da war Faschingsgschnass der SPÖ Eichgaben. Da ist der Bull von der Ärztin Toxis. Bin ich Toxis. Hat es Tombola gegeben und das, was ein Wirtshaus ausmacht. Also das Wirtshaus war ein Ort wie eine Zeitung, an dem die Gesellschaft verhandelt wird. Und das ist das Gleiche, was ein Wirtshaus mit einer Zeitung gleichzeitig hat. Du triffst immer auf eine Überraschung. Du hast gewisse gewohnte Ecken. Du wirst überrascht werden, aber da auch wieder nicht. Du kommst in Berührung mit anderen Meinungen, anderen Leuten, kannst streiten, auch einmal raufen, dir einmal die Nasen einschlagen. Ersetzt den Stammtisch, ersetzt das Facebook gerade? Nein, Facebook ist ein... Soziale Medien. Facebook ist eher wie ein Fußballstadion, wo sich die Fans anbrüllen. Ne? Also das aggressive Facebook, das ist Austria gegen Rapid und schreien es rüber, der blöde Sau, Hund, du. Ne? Also das aggressive Facebook. Es gibt natürlich auch Orte, wo du diskutierst im Netz, aber das Zusammensitzen und miteinander quatschen, das gibt es eigentlich in Facebook nicht, weil sich die Leute nicht in die Augen schauen. Ne? Also wenn du, ich kann mich erinnern, wie der Lockdown zu Ende war, hast du angefangen an Schnitzel klopfen und wir haben das einfach gefilmt, wie dieses Schnitzel geklopft und serviert wird. Was gibt es Schöneres? Das Lockdown ist vorbei, der Frühling kommt, der Meier klopft der Schnitzel, es riecht, es duftet schön. Unter den Linden, glaube ich, draußen. Ja, ja, der Tisch ist gedeckt und ich poste das Video und was ist auf Facebook? Ein Schnitzel klopft man nicht. Außerdem isst man kein Schweinefleisch. Und das ist sicher ein gequältes Fleisch. Und außerdem ist das Schnitzel zu fett. Und man wird blatt. Das Gewichtsvisier war zu weit. Das Gewichtsvisier war zu Seite. Hat das Schnitzel angespuckt. Also die Leute haben angefangen zu sagen. Also scheiße ich drauf. Nicht? Das passierte hier natürlich nicht. Weil es würde wahrscheinlich niemand hier im Wirtshaus sagen, wie du das Schnitzel klopfst und dass man davon dick wird. Wir müssen jetzt eine kleine Grätsche schaffen auch, und zwar das, was wir eigentlich auch hier sind. Und zwar hast du mich damals, kann ich mich erinnern, du hast mich zum Rudi Fussi mitgenommen, in seine erste Sendung Bussi Fussi. Da waren wir in Moorbad Harbach. Dann sind wir auf das Thema Bio gekommen. Und du hast zu mir gesagt, da mal was mit Bio. Also da mal da in die Richtung, ich habe schon immer einen Biobauern auch gehabt, aber ich habe dann eigentlich umgeschwenkt.
und gesagt, okay, es ist an der Zeit auch was zu tun, dass man sich alternative Möglichkeiten aussucht. Es ist nicht ganz leicht in einem Wirtshaus, man muss da ein bisschen die Grätsche schaffen zwischen der Finanzierbarkeit. Ich glaube, ich habe gesagt, dass das Schnitzel ja nicht über den Tisch hängen muss, sondern genau. Es kann ja nur sozusagen an der Tischkante enden. Ne? Ja, genau. Und die 20% weniger Fleisch zum hat gleichen auch Preis. Recht ne? gehabt. So ähnlich. Ne? Der Florian. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir werden jetzt da Folgendes machen. Ich habe da wirklich Bio-Fleisch, ich habe es extra verpackt lassen. Es ist vom Biohof Seiser, der Servus Andi, der schaut sicher zu, weil der ist heute noch gekommen und hat mir heute das Fleisch dann noch gebracht, weil ich gesagt habe, der Klenk kommt. Und hat er noch ganz, das ist erst gestern verpackt worden. Und da haben wir einiges an Bioware hier. Wir haben da einen Schopf, wir haben da ein Karree, das ist der Rücken, also das ist der Nacken, der Schopf ist da beim Nacken, dann geht der Karree runter, das Karree runter. Und dann haben wir das Filet, das liegt innen im Filet drinnen und da die Leber. Und jetzt werden wir da was machen. Wir werden da das ein bisschen auszerlegen, wir werden ein bisschen was herzeigen, dann haben wir da was weg. Und wir werden da was anbraten, wir werden das Schwänzfilet da machen. Ja, fangen wir mal an, weil die Zeit wird knapp. Der Franz hat auch die ein oder andere Frage. Naja, für alle, die es nicht wissen, du bist ja eigentlich promovierter Jurist. Ja. Daher auch wahrscheinlich der Doktortitel. Das ist schon verjährt, das Studium. Aber interessanterweise, was ich so nachgelesen habe, du hast irgendwann beschlossen, dass du durch deine journalistische und investigative Tätigkeit, du warst ja auch als Gerichtsreporter tätig, eigentlich mehr bewegen kannst, schlussendlich, als wenn du wirklich als Jurist arbeitest. Und du bist ja wirklich mit den wirklich bekanntesten Fällen des Investigativjournalismus ist unzertrennbar mit deinem Namen verbunden. Also vor allem jetzt auch die jüngste Zeit. Ja, also das Juristische ist natürlich eine verjährte Sache. Also ich bin ja nur so ein Taubschein-Jurist. Ich habe 96 fertig studiert. Ne? Also da war noch, da sind wir gerade der EU beigetreten, hat noch Franz von Nitzke regiert, ne? Als ich mit meinem Studium fertig geworden bin. Der Ötzi ist gerade einmal gefunden worden, ne? Und wir haben nur mit Schilling bezahlt. Also das ist schon sehr lange her. Ja, richtig. Nein, nein. Also das ist schon eine Zeit her, es hat nicht einmal ein Internet gegeben. Du hast ja in Österreich und in den Niederlanden studiert, ne? Genau. Und war Gerichtsreporter. Ne? Also ich habe beim Kurier während des Studiums über Gerichtsfälle geschrieben und war Flüchtlingsberater und habe dabei gemerkt, dass man tatsächlich, wenn man Öffentlichkeit herstellt, manchmal mehr erreichen kann, als wenn man sie nicht hat. Ne? Ich bin mir nicht sicher, ob das gut oder schlecht ist. Eigentlich ist es ja schlecht. Ne? Weil das Recht sollte ja unabhängig davon gelten. Schaut, sprengt uns in die Luft. Ja, das Recht sollte ja unabhängig davon gelten, ob die Öffentlichkeit hinschaut oder nicht. Ne? Also eigentlich ist das ein Missstand. Wie hat das einer so schön ausgedrückt, das Recht hat der Politik zu folgen? Genau, das Recht hat der Politik zu folgen. Er hat es umgekehrt gesagt, ne? Na, wird er gesagt, das Recht folgt der Politik. Genau. Ich gebe da Arbeit daneben dazwischen. Ja. Wir werden das Schwänzfilet abraten in Kürbiskerne wälzen. Und ich darf das jetzt. Mörsen wir das einfach einmal so. Das kann man auch leise machen, ohne Geräusche, weil dann wird das mitgeräumt. Hat so. Einmal wer. Ja, das gibt's auch. Ja, du kannst deine. Ich wollte so richtig. Deine Wut rauslassen. So. Du hast einmal mir, nämlich, gehen wir aufs Bio. Du hast mir mal erzählt, du hast einmal Biofleisch bei dir gehabt. Das war da dann zu, das hast du dann mir gegeben. Übrigens, alles gut, das war super. Vielen, vielen Dank. Und zum weil das auch zu viel war. Und da ist jetzt meine, was ich ganz gerne ansprechen will, mit Bio. Es fragt sich normal, jeder daheim fragt sich, naja, wie kann ich das, es ist teuer. Es kostet mehr, natürlich, es ist qualitativ, brauchen wir gar nicht reden, andere Stufe. Nur wie kann ich es verarbeiten? Ich kann jetzt mir ein Filet kaufen, ein kleines Stück Filet, da zahle ich das Dreifache mehr. Mein Tipp an dem Ganzen wäre, ich kaufe mir ganze Teile und verarbeite sie.
Nur wie kann ich es verarbeiten? Da trauen sich die wenigsten mehr, da trauen sich die wenigsten mehr darüber. Es gibt mittlerweile Videos auf Facebook, auf YouTube, Entschuldigung, YouTube, da erklärten sie alles Mögliche, wie man das legt und so weiter. Man kann ein bisschen sie reinlesen in das Ganze und reinschauen. Und es wäre ideal, wenn man so etwas Großes wie das hier kauft und dass ich das einmal herzeige. Und das ist wirklich Bio. Was kostet sowas? Was kostet so ein Backe? Da sind wir jetzt beim Kilopreis, beim Dreifachen wie beim normalen Schopf. Aber jetzt muss man was anderes berechnen. Du musst sagen, wie oft esse ich ein Fleisch? Und wie hoch ist der Fleischpreis? Also, wenn ich mir denke, dass man vielleicht, sagen wir mal, eine durchschnittliche Familie hat ein Familieneinkommen von, sagen wir, 2000 Euro. Ja. Und jetzt isse ich vielleicht zweimal in der Woche ein Fleisch. Oder dreimal die Woche. Das sind insgesamt die Kosten, die ich für ein teureres Fleisch ausgib, an den 2000 Euro wahrscheinlich nicht so dramatisch viel. Ich muss halt ein bisschen weniger davon essen. Ich muss ja nicht jeden Tag einen Schnitzelkrapfen essen. Das ist das Problem. Genau. Und ich muss auch nicht dauernd der Schnitzel, jetzt trete ich natürlich deiner Mutter zu nahe, aber es muss ja das Schnitzel nicht über den Teller hängen und in die Alufolie eingepackt werden. Es reicht ja eine ganz normale Portion. Der Österreicher neigt ja insgesamt dazu, eher übergewichtig zu sein. Jetzt schaffe ich das, wie schaffe ich das den Leuten beizubringen oder die Gewohnheit von Leuten, wenn du sagst, jeden Tag ein Fleisch, man isst wirklich jeden Tag ein Fleisch. Indem man zum Beispiel einmal davon wegkommt zu sagen, dass das, was nicht Fleisch ist, eine Beilage ist. Wir kennen ja alle Indien, wo der Hader sagt, ich bin ja kein Beilagenesser in dem Sinn. Und die Beilage in Österreich ist ja eigentlich wirklich nur eine Beilage. Das ist ja sozusagen nur, dass man dazu tut. Wenn du in Frankreich lebst oder in Italien oder in Indien oder in China, ich war ein paar Mal in China, wird natürlich, ist das Fleisch eine von vielen Zutaten. Das ist nicht das Hauptgericht, sondern es ist ein Teil deines Tellers. Eine gute Ernährung besteht darin, dass du eben nicht Fleisch als Hauptspeise isst, sondern dazu isst. Und das ist das eine. Und das zweite ist, es muss ja nicht immer das Filet sein. Ich habe ja zuerst auf die Leber geschaut. Also ja. Ich hätte mich jetzt ja für die Leber entschieden. Wie du eine Leber machen würdest. Ja, ne? Können wir auch gerne oder machen. Oder das Nierendl oder das Hirn oder was auch immer. Wir sind flexibel. Aber jetzt haben wir schon das Filet draußen. Also das ist das Zweite. Es muss ja nicht immer das Filet sein. Ne? Und das Zweite ist, man soll es eben mehr genießen und wieder mit der Würde des Lebewesens betrachten. Weil das hat sich wirklich verändert. Ja, seit es gibt einen guten Spruch, und zwar, ich habe den auf den Bahamas, wie ich dort gearbeitet habe, meinen Arbeitskolleginnen dort versucht einzuenglischen. Und ich habe gesagt, wir haben in Österreich, wir haben in Deutsch ein gutes Wort, und zwar, das ist Lebensmittel. Kommt von Leben. Und es ist ja den Englischen, du sagst Life Stuff. Ja. Ich habe gesagt, erklärt, was das eigentlich die Übersetzung heißt bei uns. Und das mit dem Verleh sprichst du sehr gut an. Vor allem, da geht es darum, auch bei der Leistbarkeit vom Fleisch, wenn ich jetzt nur das Filet kaufe, wird es teuer sein. Wenn ich jetzt ein halbes Schweinl kaufe, für mich, es wird. Ich kann jetzt nicht nur Schweinsfilet vom Bio kaufen. Ich muss das halbe oder das ganze Schweinl kaufen und muss das verwerten. Also das ist wirklich von Knochen bis die Leber, die Innereien, es wird alles komplett verwertet. Das kannst du daheim natürlich, tut man sich schwerer, als wir, ich kann das lernen. Aber man tut sich schwerer, als wenn man also heute aus. Kann sich jeder alles beibringen, er braucht nur ein YouTube-Tutorial anschauen. Ja, richtig. Nur der Punkt ist ja, glaube ich, ein anderer. Also mein Vater hat mir noch erzählt, dass er als Kind in den 50er Jahren hat man mir über den Fleischkonsum erzählt. Nicht? Und er hat erzählt, dass er zum Beispiel zum Nachbarn gegangen ist. Der hatte einen Taubenschlag und wenn man eine gute Geflügelsuppe wollte, hat man da zwei Tauben geholt und der Bauer hat dann den Tauben das Knack abgedreht und dann hat man diese Tauben gekocht und es war eine unglaublich gute, schmackhafte Geflügelsuppe. Ne? Ja. Am Ende der Woche. Und am Ende der Woche hat es ein Fleisch gegeben in dem Bauerndorf und wenn er sich eine Wurstsemmel gekauft hat, dann war da eine Plattelwurst drin, die er sozusagen ehrfürchtig mit seiner Zunge berührt und nach vorne geschoben hat, weil das war etwas ganz Besonderes. Ne? Heute ist das Fleischessen überhaupt nichts Besonderes. Das Fleisch ist billiger als Paradeiser.
Wenn du heute Kirschtomaten kaufst, sind sie im Kilopreis teurer, das rote Wasser aus Holland, als das Lebewesen, das du isst. Ne? Also, das wenn das Fleisch ein bisschen... Ja, es kann, die Leute sollen weniger Fleisch essen und dafür Besseres. Das ist aber das große Problem, dass wir ja auch bildungstechnisch viele Leute ja mit Lebensmittelkunde, mit Warenkunde, mit Ernährung eigentlich überhaupt dazu keinen Bezug haben. Genau, dann bin ich ja dafür, dass man in der Schule kochen lernt. Und zwar nicht nur dieses typische Knödelakademie-Kochen mit fette Soßen, sondern die Leute sollen ganz einfache Dinge lernen. Ja. Wie geht ein Rührei? Ein wirklich gutes, cremiges Rührei. Ne? Wie geht ein gutes Gulasch? Ne? Wie machst du Hemmentex? Wie machst du einen Kaiserschmarrn? Einen guten, genau, wie machst du einen guten Kaiserschmarrn? Ne? Oder wie machst du einen Couscous? So, das kannst du alles lernen. Kinder können das lernen. Kindern taugt das total, das Kochen. Ja, das, was ich da jetzt mache, das wäre für meine Kinder ideal. Also, du kriegst dir was anspruchsvoll. Wir haben interessanterweise auch jetzt schon gleich die erste Zuschauerfrage. Ja. Das ist ganz überhaupt nicht gut. Kurz wissen, was wäre das denn? Ja, hallo. Naja, ihr habt ja gesprochen davon, dass die Portionen auch ruhig kleiner sein könnten. Jetzt ist es so, dass ich zu den Personen gehöre, die in der Regel schon etwas mehr brauchen. Ich bin auch umfangreicher im Volumen. Was hält ihr prinzipiell von der Idee der Möglichkeit eines Nachschlags? Das gibt es ganz, ganz selten. Dass wenn ich sage, jetzt kannst man noch ein Eckerl draufschneiden oder kann ich noch ein Stickerlschnitzel haben, weil Waratleibern, das für einen geringen Aufpreis. Wäre sowas denkbar? Ja. Aber er seufzt, wenn er ja sagt. Gell? Ja. Das ist ein Seufzen. Das Problem ist immer Wirtschaftlichkeit. Das Problem ist immer Organisation, Wirtschaftlichkeit. Es gibt natürlich den Nachschlag, also wenn du halt bei mir im Menü isst und sagst, okay, kann ich auch was haben, das ist sogar dabei oder eine Soße oder sonst irgendwas. Beim Fleisch ist das immer ein Problem oder bei Beilagen, wenn ich einen bediene oder fünf bediene, geht's. Wenn ich aber 100 Leute sitzen habe, dann wird das ein bisschen organisatorisch ein Problem werden. Das ist halt mit dem Nachschlag beim Buffet natürlich kann ich es machen oder sonst. Oder wenn ich einlege oder vorlege, die klassische französische Serviermethode, wie man es in der Berufsschule lernt oder Hotelfachschule, da geht das beim Bankett. Aber im à la carte Bereich sehr, sehr schwierig. Also da muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, man muss sie nicht mit Fleisch satt essen. Auch bei also wer auch immer, also gerade asiatische Länder, wir haben eine unglaublich unterentwickelte Gemüseküche. Geh in ein normales österreichisches Wirtshaus, nicht so ein gutes wie da, und schau in die Karte. Es gibt nichts ohne Fleisch. Ich war mit dem Gasthaus Birner an der Alten Donau. Wobei vegetarisch und vegan immer mehr... Ja, ein bisschen, ja, aber irgendein Gemüsestudel anzukochen. Und ich kann mich erinnern, wir waren mit dem Gasthaus Birner und meine Frau, damals noch Vegetarierin, hat den Kellner gefragt, habt ihr auch was ohne Fleisch? Und der Kellner hat gesagt, ja, Leber. Gut. So. Ja, Leber hätten wir gefahren. Also das ist sozusagen das Österreichische am Fleischessen. Und diese Fleischkultur ist aber erst, das ist nichts Traditionelles. Meine Großmutter hat ein Kochbuch, das habe ich gefunden, das hat sie ungefähr in den 30er Jahren geschrieben. Ja? Dieses Kochbuch besteht fast nur aus fleischlosen Speisen. Ja, das ist ein Heftel, da hat sie sich alles aufgeschrieben, wie sie kocht. Und fast nichts da drinnen hat Fleisch. Das ist eine Erfindung, die in die 60er, 70er Jahre durch die industrialisierte Tierhaltung entstanden ist, dass man dauernd Fleisch isst. Definitiv, in die alten und Kochbinder findet man auch so diese Wochengerichte, haben sie geheißen, und Wochenendgerichte, Sonntagsgerichte. Also genau. Da haben genaue Pläne drinnen, wo man sagt, okay, am Sonntag isst man Fleisch, der Sonntagsbraten und unter der Woche... Man hat auch früher mehr, also das Bio, was wir heute Bio hoch einschätzen, war früher normal eigentlich, weil das ja jeder Händel gehabt. Es hat ja jeder Schwendel irgendwo gehabt, der Bauer. Mir reicht ja schon artgerecht. Also ob das jetzt Bio ist oder nicht, ist mir eigentlich wurscht. Mir geht es ja eigentlich darum, dass dieses Tier nicht, also wie lebt ein normales Schwein?
Mir hat das einmal der Klaus Dutzler, den du, glaube ich, auch kennengelernt hast, der hat dieses wunderschöne Seegasthaus am Kleinkassee. Ja, mit ihm schönste, ja. Schönste Ding. Und der hat das einmal so verglichen, dass er sagt, so ein normales Industrieschwein, das nie das Licht sieht, wird sozusagen, steht die ganze Zeit und frisst nur Brei. Stell dir mal vor, wir zwei sind nur da drin eingesperrt und den ganzen Tag schaufelt man uns Zuckerbrei rein oder irgendeine andere zuckerhaltige Lösung und wir werden immer fetter und wenn wir immer fetter werden und auf unseren eigenen Spaltenböden stehen und unsere eigenen Fäkalien riechen, brauchen wir Medikamente, dadurch werden wir Notträger und nach, weiß nicht, ein paar Monaten werden wir geschlachtet und dafür sind wir total billig. Wie stehst du zur Kennzeichnungspflicht? Na, total wichtig. Ich finde ja auch, dass die Wirten anfangen sollten, ihr Fleisch zu benennen. Wenn du heute einen Wirt fragst, wo haben sie ihr Fleisch her, schaut er dir ja an, wie wenn du fragst, darf ich ihre Frau heiraten? Ne? Das ist ja, der schaut dir an, wie wenn du verrückt warst. Ich habe das heuer bei einigen Produkten gemacht, ich habe die Schlachtnummer angeführt. Ja, mir tät schon reichen, wenn du sagst, das Schwein kommt vom, weiß nicht, Linglerbauer. Sie sagen, ne? Oder vom Bauern Max. Das Problem, die Kontrollierbarkeit von dem Ganzen, ist natürlich das Problem. Darum gibt es seit 2009 ein Biogesetz, das vorschreibt, du darfst nur Bio auszeichnen, wenn du auch biozertifiziert bist. Das heißt, die Zertifikation kostet auch Geld, ist auch sehr aufwendig. Ich habe da einen Urdler noch für dich. Ich fülle an. Ich fülle was an. Das ist wirklich der beste Urdler, also... Es lohnt sich schon, wenn man kein Fleisch essen will, kann man sich einfach zwei Flaschen von diesem Urdler bei Meier einstessen. Das ist eigentlich fast genauso gut wie ein Schnitzel. Ja? Also einfach kommen wegen dem Urdler zum Beispiel. Also Rolli, das heißt, du dürftest, wenn du Bio-Fleisch verwenden würdest, damit gar nicht werben? Ich darf nicht anschreiben, dass es Bio ist. Ich müsste biozertifiziert sein. Da gibt es dann auch Regeln. Du musst auch die in der Küche, Verarbeitung, also das, was ich da mache, dass ich da Fleisch, Leber, das darf ich, aber ich darf Bio mit Nicht-Bio muss ich trennen. Aber darfst du in die Speisekarten schreiben, das Fleisch vom Bio-Bauern Lingler? Nein, ich darf das Wort Bio nicht verwenden. Bauernhof Lingler oder Bauernhof Seiser, wie es jetzt ist, aber Bio-Bauernhof Seiser darf ich nicht verwenden. Ich darf die E-Mail-Adresse eventuell anführen, ich darf die Schlachtnummer anführen und der Gast muss sich selber informieren. Ich möchte mich biozertifizieren lassen, das ist aber ein bisschen eine umstrikte Strukturierung. Viele werden es aber nicht machen wollen, leisten. Das sind so verschiedene Punkte. Also ich habe eine These. Ich glaube, dass der Mensch, wenn er zum Mittagessen geht, auf den Preis schaut. Da will er satt werden, da muss er hackeln. Ja. Ich glaube, wenn der Mensch am Abendessen geht, ist ihm das ziemlich wurscht, ob das Schnitzel 11,90 oder 13,90 kostet. Das ist eine These, ich weiß nicht. Vielleicht, ja, stimmt. Vielleicht ändert sich das jetzt mit der Krise. Stehen, ja? Stehen an. Also, aber ist die Qualität. Es gibt Leute, die denken dreimal nach, ob sich der Schnitzel um 13 Euro leisten können. Und wir wenn er mal da sitzt und er will Abendessen, ich rede jetzt vom Abendessen, ich rede jetzt nicht von den Leuten, die zum Mittag schnell was zum Essen brauchen. Das, da muss es billig sein. Ne? Lass die das da würzen. Ja. Das kannst du würzen. Das bitte. Du hast jetzt deine Leber bekommen. Wir sind ja da sehr flexibel. Wir werden die Leber dann auch kurz anbraten. Also das ist ja, wir werden die auch. Einfach da das Bühnenwirtshaus Salz. Und so, ich zeige das Bühnenwirtshaus Salz. Genau. Ist das hier, wird das hier das ist ja geschürft? Das wird abgebaut unten im Keller. Tut man Leber salzen? Ja. Kannst du, ja. Und ja. Das Fleisch tust du auch salzen vorher? Ja. Wie man glaubt, das wird dann trocken. Nein, man darf es halt nicht zu lange davor salzen. Aber das wenn ich es kurz davor, also die vorher salze, es gibt so dieses nicht vorher salzen und so weiter. Das sind Theorien, da streiten wir Kech sogar. Ich salze es, wir braten es da frisch an. Ich salze es schon vorher, wenn ich es jetzt länger rasten lassen will, Rindsfilet oder überhaupt Rindfleisch, dann sollst du es nachher, weil es dazwischen durchs Rasten und Pfeffer nehmen wir dann auch. Pfeffer kannst du eigentlich auch schon vorher machen. Also das ist nichts falsch, es ist nicht falsch, wenn du es vorher machst, es ist nicht falsch, wenn du es nachher machst. Mir fällt auf jeden Fall auf, dass das eine unglaublich schöne Leber ist im Vergleich zur... Ich meine, das schaut auch anders aus. Man sieht den Unterschied. Was ich jetzt da bewusst mache, wenn ich ein Fleisch pariere, vor allem ein Schweinsfilet, dieses Fetzel, diese Fleischfetzen da wegschneiden. Ich habe es ein bisschen abgezogen, die Silberhaut. Man sieht da gerade einmal, das ist da nicht einmal Abfall. Das kommt dann in eine Soße rein. Das wird dann Schüder mitgemacht, Foder mitgemacht und so weiter. Es wird alles verwertet. Aber es schaut nicht, wenn da ein bisschen ein Fettrandel ist. Warum nicht? Das Fett ist ja eigentlich zu Unrecht geschimpft worden. Ne?
das haben wir gelesen, die amerikanische Zuckerindustrie, vor allem die Maisbauern, haben irgendwann uns eingeredet, dass das Fett das Schlimme ist, aber das Schlimme ist der Zucker. Ne? Vom Zucker wirst du blatt, vom Fett wirst du eigentlich gar nicht blatt, vom Fett wirst du zatt. Also du frisst ganz. Also du isst so richtig den Speck, ja, den grünen Speck. So ein halbes Kilo Lardo. Ja, das, ja. Das aber kann das, schon. Wer isst ein halbes Kilo Lardo? Da wird er eh schlecht vorher. Ja. Da wird er eh. Das kannst du eh nicht da runterkriegen. Das geht. Wie geht's jetzt weiter? Du hast das Gemüse geschnitten. Wir machen jetzt. Was Salat, machen wir jetzt? Ja? Einen Salat. Ein Brotsalat. Wir braten es an und geben es auf einen Brotsalat mit Kartoffeln. Genau. Das darf man ganz einfach marinieren. Und du, wenn du das bitte jetzt dann einfach in die Kürbiskerne eintunkst, ein Filet, ja genau, ja. So ein Butterfly-Filet und eine Butterfly-Leber, dann wäre jetzt dann anfangen, das... Was nimmst du da eine? Olivenöl. Ich schau mal, ob es nicht zu heiß ist, das ganze Ding. Ja, es geht super. Wie schaust du, ob ein Öl zu heiß ist? Das wollen die Leute wissen, weil ja, ja, das wer ist, weiß das schon, wann ein Öl zu heiß ist. Jetzt ist es das ist einmal, wenn es einmal anfängt, die Pfanne nicht täuschen lassen, ist eine Gusseisenbahnpfanne, eine ganz eine frische. In dem Moment, wo sie sofort zerrinnt, wo sofort flüssig wird, so, dann passt es. Es ist ein bisschen, wir werden es ein bisschen weg stehen lassen, aber das haut schon hin. So. Das geht gut. Schaut höchst professionell aus. Ja, der Florian kann das, der hat das. Wenn du nicht Journalist geworden wärst und Jurist, ja, warst du Koch geworden? Ich war gern Architekt geworden, aber dafür fehlt mir das mathematische und technische Verständnis. Ich wäre, glaube ich, auch gerne Tischler geworden. Und ich würde gerne richtig gut kochen. Also ich kann ein bisschen kochen, so, was das, so ein bisschen nur. Ich wundere mich immer, wie wenig in den Wirtshäusern so Sachen gekocht werden, die ohne Fleisch sind, aber ist nicht gut schmecken. Das fällt mir irgendwie. Ich glaube, dass es eine totale Marktlücke ist, dass das richtig gut ist, was das so einen richtig guten Couscous oder ein wirklich gutes Linsengericht oder also alles, was man so in asiatischen Ländern immer kriegt. Also bei kochen der regionale gern. Vegetarische Küche. Also ja, ja, aber es ist viel, also zum Beispiel Salate. Ne? Selten kriegst du in Österreich einen wirklich guten Salat, im Gegensatz zu Italien oder Frankreich. Du kriegst immer nur so einen, was ist das, einen schludrigen Mottner-Markov-Essig-Salat mit. Aber im Bühnenwirtshaus Meier, da kriegt man einen guten Salat. Das will ich auch meinen. Ja, ja. Stimmt wirklich. Wirklich er macht den, gemacht, er macht den wirklich. Wirklich. Und da ist kein Dosensalat dabei. Aber mich würde ja interessieren, wie sehr sozusagen diese Metrokultur, dieser Fertiggericht. Es gab einmal eine berühmte Wirtin im Ort, ich will sie nicht nennen, die hat immer gesagt, den Erdäpfelsalat mache ich selber, den Rest kaufe ich beim Metro. Das ist eh wurscht. Wie sehr hat diese, aber diese vorgekocht, also das Vorbanierte, wie sehr hat es die Wirtschaftskultur ruiniert? Ja, da sind wir schon wieder bei einer Kosten-Nutzen-Sache. Da sind wir schon wieder beim Betrieb. Aber letztlich hat es doch alle Wirtshäuser ruiniert, oder? Sehr viele. Aber man muss eines sagen, es gibt sehr viele, die weg davon gegangen sind. Und du kannst beim Metro, durchkaufen, ohne irgendwas kochen zu müssen. Geh mal nicht zum Metro jetzt, überhaupt. Ja, also, das ist überhaupt Großwarenhändler, ne? Großwarenhändler. Ich bin selber Metro-Kunde. Warum? Weil ich habe einen großen Teil auch beim Metro. Dann habe ich individuell Lieferanten wie Biobauern, Fischzucht und so weiter. Dann habe ich Erdäpfelbauern, dann habe ich Gemüsebauern und so weiter. Sollen wir das auch noch banieren da? Die Grundsachen, das kannst du auch noch. Das machen wir auch noch. Ja, da haben wir Hunger. Ja, das. Franz, du kannst uns das schon marinieren. Ja, da hat Hunger. Kannst du das schon marinieren? Zitrone halbieren, dann das Team. Wir machen da einfach nur. Nein, ich meine das mit Metro ja mehr eher metaphorisch. Nicht? Also, wann ist aufgehört worden? Und das ist ja ich glaube, dass dein Überleben unter anderem darin besteht, dass du kochst. Dass du nicht nur ein Nahrungsmittel auftaust und in einen Fritter haust, nein, sondern du kochst. Wann ist das verschwunden in so fünf Wirtshäusern? Wann hat der Pangasius, der Vorbanierte, sozusagen das wirklich gute, gewürzte Gulasch abgelöst? Das ist eine gute Frage.
Ja, wer braucht denn am Wienerwald einen Pangasius? Ne? Das ist ein Fisch, der war auf einmal weiter büllig ist, ganz einfach. Ja, in irgendwelchen vietnamesischen Antibiotika-Fahnen. Eines muss ich dazu sagen, wir sind hier. Wir sind hier. In dem Bereich, wo mein Wirtshaus ist, Wienerwald, in sehr vielen Gegenden, sind wir sehr gut eigentlich unterwegs. Angebot und Nachfrage ist eine Sache. Das andere ist aber auch Zahlungsdelay. Viele Gastronomen haben den Druck, haben wirklich den Druck. Gebiete, wo Heurigen sind. Nichts gegen Heurigen, nichts gegen Feuerwehrfeste, sonst irgendwas. Dort, wo ein Preisbashing anfängt mit nach einem Schaufensterprinzip, wo man Preise gestaltet nach einem Schaufensterprinzip, was verlangt der andere für sein Gericht? Und ich muss billiger sein oder gleich sein, darf ja nicht teuer sein. Und das ist dann viele Kleinunternehmen haben da Problem. Westen Österreich schaut das Ganze komplett anders aus. In Westen Österreich hat man sich auf ein Preissystem nicht geeinigt, sondern das ist normal, dass der Preis auf einer gewissen Höhe liegt. Das ist ganz normal. Bei uns ist das in sehr vielen Gegenden, Landgegenden und so weiter, am Land, Waldviertel, da ist es ein großes Problem. Man traut sich nicht, teurer zu werden. Jetzt gibt man natürlich die Ware um sehr viel wenig Geld her und dann muss man irgendwann einsparen. Wie erinnert das ans Zeitungsgeschäft? Ich habe das Problem nicht hier. Wir haben hier eine Gegend, wir können unsere Qualität, die Leute schätzen die Qualität, die schätzen, dass sie Biofleisch kriegen, regionale Produkte kriegen. Die schätzen das hier und da kann ich mich dementsprechend auslassen. Möchte aber nicht irgendwo sein in einer anderen Gegend als jetzt in Westösterreich oder da oder wo es so ist, wie das beschrieben wird. Mir erinnert es an die Zeitungen. Ne? Die haben auch gehabt, sie müssen alles verschenken, müssen alles gratis machen und haben nicht mehr auf die Qualität geschaut. Ne? Ja. Aber ich glaube, dass das ein Irrweg ist. Ich glaube, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die im Internet kann man jede Zeitung gratis lesen. Ja. Fast jede. Wenn wir alles hergeschenkt haben. Und das ist aber ein Qualitäts... Eure nicht. Unsere nicht. Für uns muss es zahlen. Nicht wahnsinnig viel. Ja. Aber... Wir haben ja eine kleine Auswahl an Zeitungen hier. Du kannst deine aussuchen. Ja, du ist für mich. Ne? Das ist der Falter. Ist das die aktuelle Ausgabe? Das ist die aktuelle Ausgabe. Ist die aktuelle, okay. Ja, das ist der Fall Blümel. Ne? Das hat er geschrieben an den Haberer. Dann haben wir die Kronenzeitung, ist auch ein berühmtes Blatt. Das ist die. Da sieht man wieder. Und dann hast du halt schon, und dann geht es halt schon sozusagen, da biegt halt nur mehr die Werbung drauf. Ne? Ja, das ist für die Bezirks. Wobei ich gestehen muss, dass heute ja nicht so schlimm ist. Ich finde, die machen das gar nicht so schlecht. Aber insgesamt haben wir natürlich ein bisschen eine problematische Medienszene. Ne? Für Regierungsinserate. Und dadurch auch viel regierungsnahe Berichterstattung. So. Wie lange war das jetzt drinnen? Wir haben das jetzt da 3-4 Minuten drinnen gehabt, lassen das jetzt noch rasten. Sehr medium rare gebraten. Die Leber machen wir auf demselben, war ja nicht geplant, dass der Florian die Leber, das hat auch gut, wir probieren das jetzt einfach einmal aus. Ich habe noch nie eine in Kürbiskernen panierte Leber gegessen. Ich auch noch nicht. Das probieren wir jetzt. Ja, das probieren wir jetzt. Du wolltest die Leber, jetzt machen wir das mit der in der Kürbiskern panierten Leber. Wir machen das, drehen da ab und lassen das jetzt ganz kurz noch ziehen. Was, sozusagen was Fleischloses, ne? Genau. Wir haben noch den Salat und jetzt werden wir das ganz einfach tauschen. Und den Salat haben wir mit was mariniert? Mit Olivenöl? Dem, was wir noch da hatten, nämlich etwas Kürbiskernöl und Zitrone. Du kannst es auch gerne anrichten. Richte da was an. Ich werde das einmal ein bisschen weggeben da. Das ist jetzt schon zum Essen anrichten oder du meinst, ja, du meinst nur eine Schüssel wir anrichten? Wir essen das dann. Einfach mal hinein. Machen wir so eine Portion, aber wir essen das dann alle miteinander. So. Das kann man... Von wo kommt der Spruch? Alter Falter? Kommt der von euch? Nein, unser Spruch heißt, wir holen dich da raus. Und der würde sozusagen zeigen, dass du auch anders leben kannst. Schau. Okay. Geschichte. Du musst nicht sozusagen, das Schnitzel muss nicht über den Tisch hängen, es kann kleiner sein und so ist es auch mit dem Journalismus. Ne?
Es kommt nicht auf die Größe an. Also im Journalismus und auch in der Küche. Ich habe früher sondern auf die Qualität. Zu meiner Kindeszeit, mein Vater hat immer gesagt, der Falter war Kommunistenblau. Das war er nie. Das ist seine alte, das habe ich von irrsinnig vielen. Das war er eigentlich nie. Wie tust du das jetzt anrichten? Das Höfte, machst Höfte, du gut. Oder? Ja, wir machen dann ein, zwei so Stück da drauf. Genau. So. So. Wir machen da was von der, das ist jetzt auseinandergehen. Wir machen da was von der Leber. Das Flache ist die Leber. Genau, das ist die so. Leber. Schön rosa gebraten und das ist das Filet. Wir essen das dann alles zusammen. Ja. Nach der. Für die Nahaufnahme brauchen wir jetzt unseren Tom Niesner, der auch wieder an, der Kamera ist. Ja. Vielen Dank auch dem Vienna Sound and Light für das Equipment. Und die Nahaufnahme müsst ihr wirklich du machen, weil die obere Kamera ist gerade rausgefallen. Genau. Eine Frage habe ich noch an dich. Der Almbauer. Ja. Die Geschichte von Almbauer kennen wir eh alle. Ja. Und ich habe da eines, du hast mir das Video damals geschickt, da war es noch nicht einmal veröffentlicht. Dass ich gesagt, also nicht wirklich. Da habe ich gesagt, da, schau dir das Video an von dem, was du draht hast. Du hast aber nicht veröffentlichen. Du meinst, das kommt erst morgen in die Zeitung. Haben wir das zum Zink. Wenn ich das so sagen darf. Ja. Der Wutbauer. Der Wutbauer. Ja. Und da hast du gesagt, Bobo. Ja. Du warst der Bobo. Jetzt ganz ehrlich, ich weiß es wirklich nicht. Das ist an mir vorbeigegangen. Was ist ein Bobo? Ein Bobo ist ein sogenannter Bourgeois-Bohemian. Also das ist nicht der Kleinbürger und es ist auch nicht wirklich der Künstler, sondern es ist so eine Mischung aus einem, sage ich mal, einem künstlerisch angehauchten, wohlhabenden, ein bisschen Bohem, also das waren sozusagen in Paris die Künstler, der so ein bisschen schräg ist, aber durchaus sozusagen in einer satten Welt lebt. Nicht? Und der Bobo, der Bourgeois Bohem, ist natürlich für die Landleute, ist das sozusagen ein bisschen verächtlich. Nicht? Also so ein bisschen der... Ah, das ist okay. So ein bisschen der... Es ist nicht der Gespritzte und es ist auch nicht der Bürger, der Spießbürger. Nicht der Snob. Nicht der Snob, sondern so ein bisschen der abgehobene, kunstsinnige, ein bisschen zwischen den Welten schwebende... Und mittlerweile ist er der Freund. Mittlerweile ist er mein Freund. Er ist ein wirklich lieber Kerl, der, so wie du das jetzt vielleicht ein bisschen versuchst, sagt, ich gehe jetzt einmal einen anderen Weg. Also sein Vater hat noch klassische Landwirtschaft betrieben, Kredite aufnehmen, viele Kühe in den Stall stellen, Milchwirtschaft, die Viecher waren eigentlich nur Ressourcen. Wie es dem Viech geht, war jetzt nicht so wichtig. Und er ist davon weggekommen und hat gesagt, ich will eigentlich wieder eine Landwirtschaft haben, die irgendwie das Tier in den Mittelpunkt stellt. Also er schlachtet seine Viecher selber, er zeigt, was in einer Pute steckt. Also dieses Respektlose gegenüber dem Fleisch und gegenüber dem Tier, das versucht er irgendwie sozusagen zu verhindern. Gleichzeitig ist er ein sehr guter Social-Media-Mensch. Also er macht unglaublich gute Videos und Geschichten. Also er hat ein gutes Marketing und er ist auch ein guter Erzähler. Also er ist ein unglaublich belesener Mensch, der was weiß über seine Region und über die Geschichte seines Tales und über die Tiere, die er dort züchtet, über seine Alpenschweine und seine Händel, die er dort hat und seine Buten, seine ganz besonderen. Also er ist eigentlich ein Visionär. Das Schöne ist, wenn hier so friedvoll über das geredet wird, fängt sogar hinter dir der Holzwurm an zu knabbern. Das ist der Hektor. Das ist der Hektor. Das nämlich ist wirklich laut. ein altes Holz, laut. Das darauf gebaut worden ist. Und der Hektor hat sich eingenistet, nur ich will ihn nicht umbringen. Das ist ein Holzwurm, der knabbert. Die ganze Zeit jetzt. Ja, wirklich und das aber schon seit Jahren. Der ist in diesem Regal drinnen. Und den haben wir jetzt gehört, über das Mikro? Ja, der hat ich hoffe, du hast es sicher auch gehört. Gut, wir sind schon am Ende fertig. Wir werden das essen. Ja, du wir musst da noch schön anrichten. Ne? Ich habe aber keine Gabe jetzt. Das macht überhaupt nichts. Wir werden das auch dann hinter der Kamera essen können, genauso schön wie vor der Kamera. Ganz wichtig, lasst uns ein Abo da. Klickt auf Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ganz wichtig, wenn es euch nicht gefallen hat, zweimal auf den Daumen runterdrücken. Ganz wichtig. Alle Rezepte sehen wir immer unten in der Infobox. Wir bedanken uns ganz herzlich beim lieben Dr. Florian Klenk fürs
dabei sein. Doktor, Titel darf man bitte schön auch hervorheben. Sind ja, das die Ärzte. Lasst auch vielleicht dort ein Abo, es gibt ein wunderbares digitales Abo vom Falter. Ich habe es selber abonniert und es gibt den neuen Morgen-Newsletter. Genau. Und es gibt irgendwann im, wir sind ja jetzt, man muss das dazu sagen auf YouTube, es ist jetzt Februar 2021. Ich glaube im April wird es hier drüben in dem Saal eine Show geben mit Florian Schäuble. Richtig, am 24. Wir hätten es fast vergessen. Wir konnten vergessen. Dieser Mann will die Hütte vollkriegen und wir werden hier mit Florian Schäuble unser Korruptionsprogramm machen. Wie ist das entstanden? Ich habe irgendwann einmal mit Florian Schäuble ein Gespräch gemacht. Schon, ja, du verstehst. Klar, muss ich noch schnell unterbrechen. Wie ist das entstanden? Ja, kein Problem. Ich habe einfach nur über Korruption erzählt und die Leute haben zu lachen begonnen. Ne? Und so ist das ein Geschäftsmodell geworden. Ich erzähle über Korruption, der Schäuble erzählt über Korruption. Die Leute lachen, essen was, kriegen dann zwar gutes Fleisch, ganz gute kurz, Leber. Ganz kurz muss ich da eine Zwischenfrage stellen. Ist das so, wie Helmut Gwaltinger Hitler Mein Kampf gelesen hat, und das Video gibt es heute noch und die Leute brüllen vor Lachen. Also brüllen, lachen. Ist das so ähnlich lustig? Nein, das ist schon viel besser, was der Gwaltinger gemacht hat. Okay, das muss man. Unseres ist ein bisschen, also unseres ist nicht so traurig wie Mein Kampf. Okay. Aber die Leute lachen. Aber die Gwaltinger lachen. Liest das und die Leute lachen. Das ist großartig. Ja. Gwaltinger, Mein Kampf ist großartig. Ja. Gut, dann. Gut. Diesen erbaulichen Worten. Macht's danke gut. Bis zum nächsten Mal. Auf kommt viele zu Jahre. Gesundheit. Ihr könnt mit der Bahn herfahren, es ist nicht weit von Wien, eine halbe Stunde bis Reckerwinkel. Und dann kriegt ihr was zum Essen. Aus!